Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Scrolls Wort zum Sonntag. Der ein oder andere von euch weiß sicherlich, dass ich erst vor kurzem aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Deswegen wird diese Folge hier ein wenig kürzer ausfallen, dass ich wieder ein bisschen mehr für YouTube aufnehmen kann, um in meinen üblichen Zeitplan zurückzukommen. Fangen wir also direkt mal an mit dem ersten Part, und zwar möchte ich euch eine kleine Frage stellen. Wie habt ihr denn Silvester verbracht? Ich habe dieses Jahr Silvester sehr, sehr ruhig verbracht mit der Sekretärin in Hamburg. Im 12. Stock haben wir das atemberaubende Feuerwerk über Hamburg angeguckt. Das war wirklich schön. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, irgendwie auf einem Hochhaus Silvester zu verbringen, macht das auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Denkanstoß, den ich euch einfach mitgeben möchte, den ich in den Nachrichten, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Sender irgendwie, mitbekommen habe. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass in der Silvesternacht 4.500 Tonnen Feinstaub produziert werden. Und ich habe mir als erstes mal gedacht, Alter, 4.500 Tonnen sind halt schon eine ganz schön krasse Zahl. Aber wenn man das mal in Prozent umrechnet, in Prozent des jährlichen Straßenverkehrs, also des Feinstaubs, das der jährliche Straßenverkehr erzeugt, sind das 15.5%. Das ist einfach übel viel, Leute. Ihr müsst euch einfach mal überlegen. Klar, die ganze Welt feiert Silvester. Das Ganze ist nicht über einen Tag verteilt, weil jede Nation oder je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist, halt ein anderes Silvester feiert. Dann gibt es ja natürlich noch das, im asiatischen Raum gibt es ja dann noch andere Neujahrsfeiern und sowas. Aber dieses Grundprinzip, dass ihr euch einfach mal überlegen müsst, wenn in der Silvesternacht so viel Feinstaub produziert wird, dass es 15% des insgesamt im Verkehr, im Straßenverkehr erzeugten Feinstaubs ist. Das ist einfach absolut krass. Und als ich die Zahlen gehört habe, habe ich mir einfach nur gedacht, holla die Walfee, das ist halt echt viel. Und dann gibt es halt solche Leute, wie zum Beispiel auch die Sekretärin, die halt Feinstaub nicht so gut ertragen. Die können ja dann gar nicht mehr für die nächsten 2 Tage aus dem Haus rausgehen, weil sie sonst hier rumlaufen müssen, wie die Leute in dem asiatischen Raum auch hier mit diesen Atemmasken, oder sie klingen einfach direkt wie Darth Vader. Und das soll ein kleiner Denkanstoß sein, und ich habe das jetzt auch dieses Jahr selber gemacht. Ich habe an Silvester keinen einzigen Böller gezündet, und das, obwohl ich eigentlich mit zu einem der größten Feuerteufel dieser Welt gehöre, möchte ich einfach mal behaupten, weil ich liebe es einfach hier zu böllern und alles Mögliche. Aber trotzdem hat mir das wirklich zu denken gegeben, und ich habe jetzt einfach mal gedacht, vielleicht sollte man einfach im nächsten Jahr 1 oder 2 Packungen Böller weniger kaufen. Schreibt mir auf jeden Fall mal da eure Meinung auch noch dazu in die Kommentare. Es würde mich interessieren, was ihr zu diesen Zahlen sagt, ob ihr sowas auch schon mitgekriegt habt. Und wie gesagt, beantwortet liebend gerne diese kleine Frage, wie ihr den Silvesterabend verbracht habt. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen guten Start ins neue Jahr. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.